So, liebe Parabelritter-Fangemeinschaft, wir hätten heute eigentlich ein unglaublich schlaues Interview führen können, einen tollen Report über ein tolles Festival. Was wir heute machen ist, wir geben uns übelst die Kante. Ach, oh! Ja. Wundergott. Und kicken mal, was bei rauskommt, wa? Hallo, meine lieben Freunde. Wir befinden uns gerade auf 1400, 1500 Metern Höhe. Denn ich bin gerade beim Full Metal Mountain. Und wie ihr seht, es ist das beste Wetter, was man sich für ein Festival überhaupt wünschen kann. 4 Grad und es nieselt. Da ich am Sonntag beim Dark Easter Metal Meeting war und quasi jetzt mehr oder weniger gleich hierher dann nach Kärnten gefahren bin, im südlichen Österreich, bin ich auch gar nicht dazu gekommen, am Montag ein Video rauszubringen. Deswegen kommt jetzt quasi die geballte Ladung an Informationen. Und ich hoffe, dass ich dann das entsprechende Video zum Full Metal Mountain nächsten Montag fertig kriege. Ihr wisst, momentan ist es zeitlich nicht ganz so cool bei mir. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass momentan ja schon wieder Festivals laufen und ich auch die Wochenenden weg bin. Ich glaube, auf Dauer müssen wir dann wirklich jetzt sagen, dass nur ein Video fest die Woche kommen kann und das andere dann möglich ist. Ja, möglich, aber nicht hundertprozentig dann wirklich passiert. Ich will auch nicht, dass ihr jetzt jeden Montag zum Beispiel warten müsst, dass was kommt. Aber es kommt dann im Endeffekt nichts, weil ich gar nicht da bin. Geht ja auch nicht. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, was denn beim Dark Easter Metal Meeting war. Also, außer Black. Nachdem der Herr Parabelritter jetzt gerade so wunderbar im Hintergrund geht, man sieht das übrigens. Reiß dich doch mal zusammen. Ich musste mal gehen. Und mein Auto fährt, muss ich jetzt vloggen? Genau. Kann ich nur nicht. Bin ich zu doof zu, deswegen bin ich ja nicht in der Kamera. Stopp. Zu doof kann man zum Vloggen nicht sein. Man muss sich ja nochmal auf YouTube umgucken, was da für Gesichtstoast in die Kamera labern kann. Wir fahren gerade zum Dark Easter Metal Meeting nach München in das Backstage. Dort werden wir viele schöne Bands sehen. Schatz, was werden wir sehen? Also dir fällt da halb der Kiefer ab, wenn du das sagst. Und Outre und Eterneum und Ewig Eis und Commander, genau, und My Dying Bride und Rotten Christ und eine ganze Menge coole Sachen. Dying Bride, echt? Ja, danke. Ja. Ja, der Headliner dieser Veranstaltung, zu dem wir jetzt fahren, sind My Dying Bride. Backstage sind alle Backstage, außer die, die im Backstage sind. Die sind dann normal. Onstage. Genau, also alle sind hinten, nur die, die im Backstage sind. Genau, nur die, die im Backstage sind, dürfen die Band sehen, die anderen stehen dann hinten rum. Ha! Interessant. Also ich habe dann sofort viel Geld ausgegeben für Merchandise und für Diskografie von Mgla und wollte dann wirklich konzentriert arbeiten. Da traf ich auf Sille von Vaag. Und plötzlich, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, waren wir in der Innenstadt von München und rein zufällig landeten wir dann im Hardrock-Café. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Jedenfalls saßen wir da ein paar Stunden und als wir wieder rauskamen, wollte ich dann doch noch ein paar Bands sehen. Und ich muss euch ganz ehrlich was sagen. Wenn man die ganze Zeit bei solchen Veranstaltungen filmt und dreht und quasi was dokumentiert, dann kann man die Musik gar nicht wahrnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir waren Outre und Mgla waren mir zu wichtig. Und ich wollte den Abend auch mal ein bisschen genießen. Talking about Nachtblut? Ja. Ich liebe Alt Atta, ne? Das ist so ein Fitnessstudio-Typ und das ist total nice und geil. Und der Robse des Black Metal. Der Robse des Black Metal, das hört sich, das ist ein geiler Vergleich. Hallo Bubi. Ich geh jetzt Whisky trinken mit den Ehre Walter Jungs, das macht mehr Spaß. Ey, ich will auch. Ich will auch. Here we go. Nichts mit Videomaterial. Nehmen Sie diese Kamera weg. Ich kann euch nur sagen, es war saumäßig geil. Das Konzert von Mgla war quasi mein Highlight für dieses Jahr. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt, was das toppt. Aber ich habe euch noch was anderes versprochen. Nämlich, dass ich ein paar Fragen beantworte. Und deswegen sind wir jetzt bei Asking Alexander. Das ist ein Name, ein Titel, der provoziert was. Was hältst du von Amon Amarth's neuem Album?
Philipp Waldhauser. Ich habe tatsächlich ein bisschen mit Lena reingehört letztens. Und ich muss sagen, so am Anfang dachte ich mir, naja, wird wieder ein bisschen langweilig, so wie Deceiver of the Gods. Das war halt einfach irgendwie, da war nichts. Also ihr kennt ja diese typischen Amonomorph-Melodien irgendwie, dieses auch ein bisschen emotionale, wie zum Beispiel bei Embrace of the Endless Ocean. Das hatte man beim letzten Album gar nicht. Bei diesem Album leider auch nur sehr beschränkt, muss ich sagen. Allerdings war die zweite Hälfte dann doch deutlich besser. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war viel stimmiger abgemischt als das Album davor. Sebastian Eibel fragt, wie lange hat es gedauert, bis deine Haare so lang geworden sind? Habe vor, meine auch wachsen zu lassen. Ja, also tatsächlich sind meine Haare momentan irgendwie, die stagnieren. Ich weiß auch nicht. Ich habe im Sommer 15 cm einbüßen müssen. An sich lasse ich seit 2008 wachsen. Aber ich habe viele Rückschläge hinnehmen müssen. Ne? Und 2008, das war auch noch nicht so das durchgängige Wachsen lassen, weil meine Eltern sich da ein bisschen mimlich gehabt haben, sage ich mal. Ha, hier, wirst du dem neuen Amonomorph-Album noch eine Chance geben? Ja, also ich werde es mir auch noch ein paar Mal anhören. Vielleicht spielt es sich mir dann auch noch ein bisschen mehr in die Ohren rein. Was hältst du vom neuen Caliban-Album? Ich habe bis jetzt tatsächlich nur dieses Musikvideo gesehen und ich finde es richtig gut. Also nicht nur, dass das Musikvideo unglaublich klasse gemacht ist, sondern es ist halt auch ziemlich starke Musik, finde ich. Sehr, sehr stark und hart. Und im Gegensatz zu vielen anderen, auch Metalcore-Bands, gehen Caliban halt irgendwie nicht den Weg zur sanften Belanglosigkeit. Und das finde ich super. Warum bist du so sexuell? Instruct Man. Das liegt vermutlich am Bart. Bärte machen hart sexuell. Torben Becker. Kannst du auch mal über Bands erzählen, die bekannt sind wie Calaron oder Avenged Sevenfold und nicht andauernd so ein Schrott, den eh keiner kennt? Nein, weil dann kannst du ja auch Metal Hammer lesen oder so. Bibo Riro fragt, wie fandest du die Bands auf dem Dark Easter Metal Meeting? Also ich bin ja quasi hingefahren und fand alles geil, schon von vornherein. Ja, und dann, ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Kommst du uns doch mal im Saarland auf dem Sarmageddon-Festival am 29. Juli besuchen? Ich wusste gar nicht, dass es ein Sarmageddon-Festival gibt. Am 29. Juli, da ist, glaube ich, Prophecy-Fest. Also eher nicht. Aber kommt doch zum Prophecy-Fest. Hey Ritter, welche Festivals besuchst du heuer, beziehungsweise wird es Möglichkeiten für so etwas wie ein Fantreffen geben? Also ich bin als nächstes auf dem Darktroll, ne? Das ist ja immer so. Und da bin ich ja überall. Also da könnt ihr mich immer anfassen, wenn ich irgendwo vorbeirenne. Danach bin ich auf dem Rockhard-Festival und da werde ich mit dem Rockhard noch absprechen, dass man da vielleicht wie so eine kleine, keine Ahnung, Signing-Session oder sowas macht. Das könnte man tatsächlich mal in Angriff nehmen, auf dem Rockhard dann. Und wie es weitergeht, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so einen richtigen Plan, was noch so alles kommt, weil naja, die Zeitgestaltung ist quasi wieder, es fliegt alles über den Haufen. Ja. Ich komme mit Daten nicht so klar irgendwie und momentan habe ich so viel zu tun mit Studium und Arbeit nebenbei und hier und da und überall und sowieso und ach weißt du, mehr Einzelreviews zu bekannten Neuerscheinungen, bitte, wie in den guten alten Zeiten. Soll ich euch mal was verraten? Mich kotzt ja auch so ein bisschen an, dass ich euch nicht einfach so ein Video hochballern kann zu einem Album und dann hat sich das. Weil dann spamme ich euch ja voll zu. Aber ich kann euch was verraten. Es wird bald eine Möglichkeit geben für euch, solche Videos zu sehen. Quasi von Einzelalben-Reviews, wenn ihr da Bock drauf habt. Und es kann sich nur noch um, sag ich mal, einen Monat handeln, bis das funktioniert. Ich habe euch ja gesagt, es passiert bald was. Es gibt bald was ganz Neues, worauf ich mich schon sehr freue. Und dann wird es tatsächlich auch Besprechungen von bekannten Bands geben müssen. Ob ich will oder nicht, guckt euch mal an, wie schön das hier ist. Tja, und die anderen sind jetzt alle Skifahren. Oder vielleicht doch nicht, weil es ist so matschig gerade. Schauen wir uns mal noch 2, 3 Sachen an. Wo ist Lena? Ja, das war noch für die Review gefragt. Lena studiert ja nicht mit mir Geografie. Also das war ja wirklich nur eine Sache für Geografiestudenten. Ne? Felix ist ja auch Geografiestudent. Oh Leute, ich höre was. Ich nähere mich scheinbar
einem Ziel, einem Ort, wo Menschen umherirren. Verwirrte Musikfanatiker, die nach einer Stage suchen, die hier irgendwo auf einem Gipfel sein soll, die ich ja auch irgendwie gerade suche. Kommt noch mal was mit Retro Gandalf. Also ich würde ja gerne, aber oh Leute, ihr wisst ja, wie das immer so ist. Dann plant man so Sachen und dann schafft man es nicht. Ich habe da wirklich Bock drauf, sonst hätte ich diesen Zweit-Channel ja nicht gemacht, aber ja, ich kann auch nicht sagen im Sommer, weil im Sommer bin ich fast nicht zu Hause. Ich tue mein Bestes, ganz ehrlich. So, jetzt sehe ich hier Zivilisation. Da hinten ist eine Seilbahn. Ja, also das Ziel liegt dort oben in den Wolken oder so. Aber ich glaube, von da aus kann ich mit der Seilbahn fahren. Da muss ich mich jetzt mit Beantworten beeilen. Was ist dein Lieblingsbier? Tatsächlich habe ich gerade ein ganz tolles neues Bier entdeckt. Und das nennt sich, wie hieß das? Kastellan. Das ist ein polnisches Bier. Kastellan ist das. Das ist richtig super und sehr süffig. Also da stellt man sich ein Maß hin und dann ist es weg auf einmal, plötzlich. Einfach so. Was hältst du von Rammstein? Ja, das werde ich des Öfteren gefragt. Rammstein ist ja quasi eine Band, mit der ich aufgewachsen bin. Wie viele von uns vermutlich auch. Also wir haben das quasi schon in der Grundschule alle gehört und dementsprechend verbinde ich da viele Kindheitserinnerungen damit. Also Liebe ist für alle, da fand ich eigentlich ganz okay. Bitte nicht seichter werden. Da du ja angehender Lehrer bist, wollte ich mal fragen, wie sich das mit dem Trinken von Alkohol in deinen Videos verträgt. Dachte zumindest immer, dass man bei so einem Job darauf achten muss, derartiges eher zu vermeiden. Teppichrasen. Ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, der dir das sagt, aber ich glaube, Lehrer sind die größten Trinker von allen. Aber pst, sonst würden die euch ja nicht ertragen. Hast du eigentlich mal geplant, ein Video über DSBM und Atmospheric Black Metal zu machen? Ja, das kommt bestimmt noch. Reden und Berge hochlaufen ist nicht so mein Ding. Ja, ich bin einfach fett und unsportlich. Wie groß bist du eigentlich? So groß. 1,89. Zur 1,90 hat es leider nicht mehr gereicht. Ich stecke euch mal in den Schnee. Prima. Da kann ich noch mal ganz schnell zwei. Enrico Enya TV. Bitte stell auch mal Schallplatten vor. Enrico Enya, ich sammle leider keine Schallplatten. Das tut mir sehr leid. Aber vielleicht kommt das noch. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt umziehe in eine neue Wohnung und mir dann wirklich mal genüsslich Musik anhören kann und nicht immer nur so nebenbei, vielleicht lege ich mir dann doch mal Schallplatten zu. Die japanischen Zeichen auf Sores Album heißen auch Sore. Vielen Dank für die Information. Also self-titled. Okay. Was ist das? Hat der Name Def Tiny möglicherweise mal was mit dem Wort Destiny zu tun? Vermutlich, aber es ist einfach ein ziemlich beschissenes Wortspiel. Sorry. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren jetzt mal ein paar Fragen an mich. Es sind noch viel, viel mehr. Aber ich habe jetzt in der Kürze der Zeit überhaupt nicht die Möglichkeit, das jetzt alles hier unterzubringen. Vielleicht nochmal zum Titel. Asking Alexander. Das provoziert, ich weiß. Die Idee kam letztens einem Schreiber auf meiner Facebook-Seite. Ich fand den sau lustig und habe mich echt gefragt, warum ich auf sowas noch gar nicht gekommen bin, weil es ist echt eine super Idee. Das wird es jetzt öfter geben. Ihr könnt mir ja jetzt gerne dort unten noch eure Fragen hinschreiben, die ich beim nächsten Mal beantworten soll, weil Fuck With Me ist vielleicht ein bisschen zu erotisch für euch. Ich weiß es nicht. Ja, aber ihr wartet jetzt vermutlich noch drauf, wer die Tickets zum Metal Frenzy gewonnen hat, nicht? Soll ich es euch sagen? Ein Ticket geht an Robert Sündram. Er hat es mit seinem Kommentar quasi provoziert. Und das andere geht an, Moment, Dana Würdemann. Eure Namen kommen auf die Gästeliste. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag wieder, wenn dann mein Video zum Full Metal Mountain kommt. Ich sitze da ja quasi gerade. Und wenn ihr währenddessen noch up-to-date bleiben wollt, dann könnt ihr ja bei Instagram vorbeigucken. Link findet ihr dort unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis Montag. Tschüssikowski, meine lieben Freunde.